So, weiter geht es. Ich bin auch gestern ein bisschen froh, dass ihr immer nicht so richtig merkt, was ich so alles mache, um hier so einen Soundcheck zu machen. Auch mal tun. Das ganze Gesinge und Gejohle und Gelaber, das ist gut, dass es irgendwie wegfällt. Weil ich mache irgendwann so ein Outtakes-Ding davon. Oder einfach nur so ein Takes-Ding. Jetzt werde ich den Typen dann auch mal töten, also den Sumpflocker, der mich offenbar auch schon entdeckt hat. Den ich mal irgendwann nicht töten wollte ursprünglich. Weil. Warte mal. Lass mal hier runter. Muss nicht wieder her. Weil das so schön aussah, das Bild mit dem Sumpflocker und dem Wasserfall, aber ich will an diesen Ton ran. Deswegen musst du wohl sterben, kleiner Locker. Zack. Nehme ich deinen Kram noch mit. Und guck mal die Truhen an. Wir haben ja eine Metalltruhe und eine normale Truhe. Nehmen wir erstmal die normale Truhe. Wir haben einen Kampfstab, ja. Tatsächlich, einen Kampfstab. Einmal Tierzähne. Oh, das ist schön, das kann ich gut gebrauchen. Blitzschlag und Bisonfell. Gerade so Tierzauber, wie ihr gerade gesehen habt, verwende ich ja ganz gerne mittlerweile. Findet man leider nicht so oft. Und deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn mehr, wenn ich einen sehe. Einen finde. Ach, guck mal, ein Goldstück. Ein Goldring. Einmal Telekinese, einmal Schloss eröffne. Das ist ganz toll. Wenn es nur bei den schweren, großen Truhen da funktionieren würde, dann wäre es natürlich auch sinnvoll für mich. Ein Ausdauertrank. 4 Stück davon. Sogar einmal ein Trank gegen Krankheiten und 8 Goldmünzen. Ah, rostige Schwerter. 2. Und Messerchen noch. Noch irgendwas. Nix, aber doch ein Pilzchen. Nehme ich gerne mit. Steinwurzel. Jetzt, wo ich die Trolle erledigt habe, kann nicht mehr so viel Gefährliches sein. Sagte er und starb, aber na, mal sehen. Freue ich mal so ein bisschen der Pflanzenspur. Guck vorher jetzt aber noch ein bisschen mit dem Bogen rum, ob ich nicht auch noch irgendwas übersehen habe. Okay, da oben ist. Wo könnte es da hingehen? Waldbären und die Zauberwurst nehme ich doch ganz gerne mit, weil die können man doch noch irgendwie verkaufen oder irgendwas in Richtung. Wo geht's da oben hin? Geht's da schon wieder nach Nordmar? Nee, da geht's nicht nach Nordmar. Hier kann man den weiten Bogen gehen Richtung Gelder. Dann gehe ich mal hier hoch. Und ich wette, hier sind noch irgendwelche Leute, Kreaturen, böse Dinge. Und da oben ist noch eine Ruine. Ja. Die Quest ist, glaube ich, ziemlich klar. Ich werde jetzt da hochgehen. Vielleicht finde ich ja da irgendwie einen Schlüssel zu dieser reparierten Truhe. Und jetzt ruckelt es, weil ich mich vom Wasserfall entferne. Ja, ist ja gut. Ich, habe ich ja zur Kenntnis genommen. Ah, das ist so ein schöner Blick. Das ist fast schon eine Frechheit, wie schön er ist. Warte mal, ich mache den Bogen weg. Nehme ich jetzt von der Entfernung, konnte ich irgendwie die Gegner wahrscheinlich auch sehen, jetzt wo ich nur dieses offene Gras habe. Da hinten sehe ich irgendwas zum Beispiel. Ein Schattenläufer. Ach, wie schön. Und da oben ist irgendwas anderes. Ein Warg. Warg haben wir, stand glaube ich auch noch auf der Liste von Dingen, die wir noch sammeln müssen. Aber vorher, bevor ich das alles mache, möchte ich auf jeden Fall mal raus auf die Klippe da hinten stellen. Für den lustigen Snapper und die... Ist das dunkle Snapper? Ne, ist ein normaler Snapper. Die ich mal kurz töten werde, nachdem ich kurz gespeichert habe natürlich, weil ich bin ja nicht irre. Nur manchmal etwas unvorsichtig und deppsch, aber irre bin ich nicht unbedingt. Es ist übrigens lustig, dass man hier im Hintergrund bei diesem Ladebildschirm dieses Bild sieht mit dem Drachen. Obwohl man relativ wenig Drachen begegnet. Es geht im Gothic 3 eigentlich praktisch gar nicht um Drachen. Gut, im Grunde genommen weiß man eigentlich nicht so wirklich, worum es überhaupt geht, außer dass man Xala sucht. Oh, ja, sehr schön. Und, du bist gleich tot. So muss ein Rudel noch getötet werden. Bevor der runterrutscht, nehme ich kurz mal aus. Da ist noch irgendein... Alter, ein Untier! Ob ich das Untier mal töte? Mittlerweile müsste ich die ja töten können. Aber ich wollte erstmal kurz runter gucken. Ah, ist das schön. Eine riesige Sichtweite ist schon ziemlich geil. Mein Gott. Also wenn ich mal irgendeinen Ort auserküren sollte. Ihr wisst schon, was ich meine, denke ich. Urfides. Hallo? Des Hochlandes. Okay. Wenn ich mal irgendeinen Ort auswählen sollte, sag ich einfach mal, um... Hier, um irgendeine Rede zu halten, irgendeinen Abschlussmonolog, wird es wahrscheinlich irgendwie um Silden oder Geldern herum sein. Ist einfach nur richtig geil. Aber ich weiß sowieso nicht, was ich in der letzten Folge mache. Ist auch noch 100 Folgen hin oder so, von daher muss ich mir darüber noch keine Sorgen machen. Jetzt versuche ich tatsächlich mal das Hochlandvieh hier zu töten. Okay. Ähnlich stark wie ein Troll offensichtlich. Also sehe ich, zumindest hält es ähnlich viel aus. Okay, das heißt, ich werde mich wahrscheinlich wieder den Hügel hinabbegeben. Okay, ich hin. Und jetzt lauf weg.
Am besten wieder hier hoch. Hier wird mir immer schön Bahn laufen. Oh Moment. Das ist ganz schön langsam hier gerade. Die Hügel rauf. Logischerweise, aber er müsste auch langsamer sein. Ne, müsste er eigentlich nicht. Er hat größere Füße als ich. Also längere Beine. Größere Füße wahrscheinlich auch. Okay, du brauchst den Hügel noch viel länger rauf als ich. Das ist ja günstig für mich. Kann ich direkt mal ausnutzen. Und mein erstes Urofil töten. 400 Erfahrung. So viel wie für einen Troll. Und ich bekomme, 4 Zähne. Zähne, ganz ohne Zweifel. Und 4 mal rohes Fleisch. Das ist ganz schön traurig. Ja, komm, jetzt fall auch runter. Och nee. Kann man noch das brechende Auge sehen? Kann man nicht runterschubsen? Nee, kann man nicht. Auch schade. Kein Ragdoll hier so ein bisschen. Na gut. Das war unser erstes Urvieh. Das heißt, wir können auch die Urviecher, die wir schon getroffen haben, jetzt mittlerweile töten. Das ist sehr schön. Auch guck mal, noch ein Urvieh. Die 400 Erfahrung nehme ich sehr gerne mit. Na komm, einer geht noch. Zack. Ja, und wie so oft in Gothic ist es natürlich so, dass die gerade die Hochebenen und auch die ganzen ja, höher gelegenen Ebenen letztendlich einfach mal die gefährlichsten Kreaturen überhaupt beherbergen. Also wir haben schon gut unten im Tal lustigerweise einen Troll erlegt, zwei Troll erlegt. Und jetzt haben wir erlegen wir oben noch irgendwelche Urviecher. Das ist doch, glaube ich, ganz in Ordnung. Jetzt müssten eigentlich nur noch irgendwelche Drachen und Dämonen kommen. Und dann hätten wir sozusagen alles, was Gothic 3 im Großen und Ganzen zu bieten hat, an wirklich kräftigen Kreaturen, die wirklich stören könnten. Oder ganz viele Wildschweine. Natürlich auch eine Möglichkeit. Ach, Golems gibt es ja auch noch. Ach, es gibt noch so viele in Gothic. Ich nehme mich nur sozusagen mit normal, mit Rechtsklick, weil 4 Zähne und 4 mal Fleisch finde ich ein bisschen dürftig. Ich hätte eigentlich gehofft, dass man irgendwie was Besonderes kriegt, weil gerade wenn man Ufi tötet, ich meine, so ganz klein sind die auch nicht. Weitere Truhen. Noch irgendein Ufi. Nur ganz kurz, um zu gucken. Nee, ich sehe nichts, aber ich sehe jede Menge Truhen hier. Eine Metalltruhe. Wir haben einen Erzrohling, schön, einen Goldbrocken, oh schön, ein Silberpokal, Verwandlungstranken, einen Wolf und Blitzbeschwör. Wir haben so viele Blitzbeschwör, wie viele haben wir denn davon, sag mal? Das finden wir wirklich alle naselang, also gefühlt zumindest. Blitzbeschwören, 14, das ist 14 Blitzschläge und 15 mal Blitzbeschwören, okay. Und ganz kurz nochmal, wo ist der Unterschied? Mana kostet 15 bis 30, Mana kosten 100. Der Beschwörer ruft die Mächte in der Natur, um seinen Feind zu erschlagen, das ist Blitzbeschwören. Und Blitzschlag, ein Lanze aus reiner Energie, achso, das ist wahrscheinlich so eine Art Äquivalent zum Feuerball oder sowas. Dann eine normale Truhe, die wahrscheinlich niedrig verbraucht, ja, tatsächlich. Und hier haben wir eine Eislanze oder sowas. Ja, einmal Heilung, eine Fernheilung, das ist gut für meine tierischen Begleiter, die ich niemals habe. Zweimal Schnaps, einen Mana-Trank und zweimal Wasser. Schön. Und hier haben die Urviecher gehaust, naja. Zack, 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 ein paar Pilzchen mitgenommen. Ist noch irgendwas hier? Vielleicht ist irgendein zerstörtes irgendwas und Scavenger oder so. Und ich höre schon wieder irgendwelche Wölfe. Ach, Warge, natürlich. Hab ich ja schon wieder völlig vergessen. Egal. Erstmal kurz die Truhe noch plündern. Und dann kümmern wir uns um die Warge. Machen wir das schon? Ja, machen wir noch einfach mal. Zweimal Rohstahl, ein Dietrich und einmal Brot. Dazu werde ich natürlich nochmal speichern. Ich befürchte fast, wir kommen in dieser Episode nicht mehr nach Geldern, sondern werden das irgendwie auf morgen verschieben müssen. Oder zumindest in die Nähe von Geldern. Dann werden wir irgendwann mal weiter eine andere Tour machen müssen und irgendwie noch von Geldern ausgehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Muss ich noch entscheiden? Nee. Ach, Wölfe? Wölfe und Warge? Okay. Guten Tag. So, jetzt noch mal kurz hoch. Oh, jetzt wurde der Wart auch noch angelaufen. Nein! Oh mein Gott, ich dachte, ich wäre schon tot. Steck die Waffen weg. Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Du brauchst unbedingt einen Heiltrank. Hier vielleicht. Ja, besser. Jetzt läufst du kurz mal da runter und zückst deine Schwertchen wieder. Zück deine Schwerter, genau. Jetzt umdrehen und wir bereiten das Wirbeln vor und wir wirbeln. Oh. Gut, wir wirbeln nochmal. Und wir wirbeln nochmal. Sehr schön. Drei Wölfe sind tot. Ein Warg fehlt noch. Wo ist der Warg? Hab ich gerade einen Schatten gesehen, kann das sein? Nein! Der greift die Scavenger ein! Da hätte das noch ein Troll, wie ich gerade gesehen habe. Gut, der ist tot.
Ihr müsst leider auch sterben. Ich rette euch eigentlich, ehrlich gesagt, nur Selbstsucht. Sehr schön. Und ein Troll da hinten noch. Wie schön. Lalalala. Alles aufgesammelt. Schön durchge... Zwei Trolle. Drei Trolle. Irgendwer greift mich an. Wer? Der Snapper? Allen Ernstes? Ein Snapper? Oh, 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 ein Snapper. Haha, genau. Schön wär's gewesen. Boah, auf diesem Hügel kämpfe ich immer die ganze Länge. Nicht schlecht. Nein. Ach, ich erinnere mich. Ja, genau. So, das nehme ich noch mit und das nehme ich noch mit. Und auch dieses Ogerblatt oder sowas. Harnischkraut, auch in Ordnung. Jetzt nochmal so eine Grütze essen. Und ein Stückchen Fleisch. Ich muss langsam das ganze Fleisch braten. Ich habe jetzt schon wahrscheinlich wieder 100.000 Fleischbrocken gesammelt. Und hab... Hoppala, nicht laden. Nicht laden. Hallo. Perfekt, danke. Und ich habe ja relativ wenig Fleischreserven. Nur ich habe gerade ein Fleischstückchen gegessen, hatte vorher 10, also habe ich jetzt nur noch 9. Muss ich mal ein bisschen aufpassen. Aber ich muss jetzt offensichtlich noch die Trolle töten. Dann muss ich noch die komischen Snapper da unten töten. Und ich möchte natürlich auch noch als Ruine. Und das wird alles noch mehr oder weniger in dieser Episode passieren. Du meine Güte, das kann eine Weile dauern. Habe ich die noch nicht gelootet? Ja, offensichtlich nicht. Bist du ein schwarzer Troll da hinten? Ein schwarzer Troll, ein normaler Troll. Ich sage euch, das sind Männchen und Weibchen. Das sind Männchen und Weibchen. Komm her, schwarzer Troll. Mein Gott, in zwei Episoden zwei schwarze Trolle erledigen. Nicht schlecht. Ich dachte ganz kurz, der hängt sich hier fest. Nee, aber er backt sich einfach durch und das war's dann. Ist auch schön. Komm ran. Das ist keine Freizeit hier. Schön in den Felsen Deckung gehen, was eigentlich total doof ist, weil er kann einfach rüberspringen. Hier ist der Felsen wahrscheinlich nur so ein kleiner Kiesel. So. Und wir spielen das lustige Spiel Tanz um den Felsen. Mit dem schwarzen Troll. Das ist ein Spiel, was man relativ selten spielt. Ist schon ein bisschen veraltet. Habe ich meiner Kindheit gerne gemacht. Hopp. Mit dem Bogen in der Hand, das ist ganz wichtig. Wo ist es hin? Da ist es. Das Troll. Hopp. Und wieder ein Stückchen weiterlaufen. Er folgt mir aber schon ganz brav. Es sei denn, er verliert meine Spur. Da ist er doch. Also ich hätte jetzt echt offensichtlich keinen Bock, dass er mir kurz mal hier in meine Nähe backt. Weil der ruckelt immer schon so komisch, wenn er an diesem Felsen ein bisschen hängen bleibt. Hopp da. Oh, wieder ein bisschen hier hoch. Und jetzt müsste ich wahrscheinlich auf dem Weg, wenn er nach oben kommt, erledigen können. Wenn ich mal gut Treffer lande, wohlgemerkt. Doch nicht. Er hält doch mehr aus, als ich dachte. Er ist halt ein schwarzer Troll. Wie gesagt, er hält das meiste aus. Und dann lohnt sich die ganzen Pfeile auch mal. Denn gegen den im Nahkampf muss ich nicht unbedingt haben. Und dann ruckt sein Kopf auch noch zurück mit seinem letzten Pfeil. Mein letzten Pfeil. Der auch noch ins Auge ging, kann das sein? Oh, unangenehm. Ich habe nicht per Hand gelootet. Ach Mist, das war sehr respektlos von mir, Entschuldigung. Den nächsten Troll werde ich wieder per Hand looten. Der da drüben ist. Die Trolldame, sage ich einfach mal. Oh, sind zwei. Das bestärkt meinen Verdacht noch. Gegen zwei Trolle auf einmal. Natürlich. Ich bin ja total bekloppt. Wäre es echt möglich gewesen, einen Troll auf den anderen Troll zu hetzen, mit dem Tierrufen oder Tier-Aggressiv-Machen-Zauber. Das hätte ich interessant gefunden, mal. Oh Gott. Weg, 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 weg. Konnte ich den Pfeil gerade nicht ganz aufladen. Ich muss die auf jeden Fall irgendwie zusammenhalten. Ich möchte auf keinen Fall, dass die mich umzingeln oder sowas. Oder von beiden Seiten den irgendwie angehen. Das muss ich echt nicht haben. So, einer ist fast tot. Einer ist fast tot. Trollen, Trollen. Tot. Ja, und auch du wirst gleich sterben. Hopp, hopp, hopp. Schön hier hoch. Komm ran. Oder du kannst eigentlich noch da bleiben. Ist mir eigentlich egal. Hauptsächlich kann ich beschießen. Man kann deinen Kopf kaum treffen, weil du die ganze Zeit irgendwie rumruckelst. Nein, hau ab. Bist gleich tot. Okay, es ist gelogen, ich gebe es dazu.
aber. Hat schon ausgeholt. Sie hat schon ausgeholt. Aber 40% sind schon weg. Ich wusste, bei einer anderen Trolle habe ich doch einiges erledigt. Ich habe. Ein erstes, zwei Urviecher, einen schwarzen Troll und zwei normale Trolle. Trollinnen. In dieser Episode getötet. Gar nicht mal schlecht. Dazu noch ein paar Wölfe, drei oder vier Stück, ein Warg, ein paar Scavenger. Snapper ganz am Anfang, hat auch noch ein, fünf Stück, glaube ich. Wer weiß, was noch an den Ruinen auf mich wartet. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Untote. Ja. Oh, das war schön. Schon. So. Diesmal nicht mit Rechtsklick looten, sondern schön mit Linksklick. Einen großen Gegner muss man ehren, indem man ihn per Hand lootet. Das Trollfell. Und auch das Trollfell. Habe ich damals, glaube ich, auch mit den Drachensnappern oder sowas gemacht. Gut, damals auch eher aus Häme. Was ist denn da unten? Ach, da stimmt, noch weitere Snapper. Natürlich. Das sind echt noch irgendwelche Trolle. Sieht nicht so aus. Drei reichen noch erstmal, ganz ehrlich. Okay, und was ist das? Eine schwere Truhe. Oh, eine schwere Truhe. Eine der wenigen schönen schweren Truhen. Was finden wir denn hier? Wir finden vier Feuerpfeile. Einmal Bluternte die Armbrust. Okay. Die Armbrust besteht aus Eibenholz und verdankt den Namen der rotbraunen Färbung des Gehölzes. Benötigt eine Stärke 195 und der Maximal 150 Geschossschaden. Ist der für eine 6400 Gold wert. Gar nicht mal schlecht. Kann sich vielleicht mal überlegen. Also Flammenwelle, Böses Vernichten, zwei Fackeln und 16 Gold. Man könnte sich genauso gut überlegen, auch mal auf Armbrust zu gehen. Weil die machen auch ganz schön Fettschaden. Aber ich glaube, dass das Nachladen dauert relativ lang. Also allgemein bei Armbrusten. Ich nehme einmal Gottfeld natürlich auch. Ist hier noch irgendwas Interessantes, außer diese eine Truhe? Scheinbar nicht. Ah, ein Dunkelpilz, ja. Total interessant. Ich raste aus vor Glück. Hier ist so ein kleiner Verschlag. Hier war also offensichtlich mal so ein kleiner Bergbauernhof oder sowas. Hier kann man bestimmt hervorragend zu Tode stürzen. Da unten ist... Was ist das? Ein Hase und das ist ein Ripper oder sowas, oder? Und noch eine weitere Truhe, meine Güte. Hier kann man also noch weiter runtergehen. Mach ich danach, nehme ich mal an. Muss ich in die Richtung? In welche Richtung muss ich danach? Ja, in diese Richtung muss ich grob. Also ich gehe mal dann hier so lange nochmal. Nächste Folge wahrscheinlich. Aber zunächst einmal, wir sind noch nicht ganz fertig. Natürlich die Snapper und die Ruine. Mein Gott, wir sind schon bei 20 Minuten und ich bin immer nicht bei der Ruine angekommen, obwohl ich sie am Anfang schon gesehen habe. Aber komm, ein bisschen was dazwischen. Ein bisschen was Großes, Fleischiges. Also laufende Fleischberge praktisch. Gothic? Gothic. Na komm. Ja, schön. Ich habe gute Laune. Schön. Freut mich. Ich habe gute Laune, freut mich. Hallo. Ich bin aggressiv. Ihr auch? Ja, was seid ihr? Ah, wie es halt so ist, ah. Natürlich nur aggressiv, weil ich aggressiv bin, das übliche halt. Der hat mich böse angeguckt, deswegen bringen wir ihn um, indem wir auf seinen Kopf herumlaufen. Wie es halt so ist. In der Großstadt. Und wo ist keine Großstadt, wenn ich hier... Am Arsch der Heide praktisch auf einem Hügel mit Urviechern und Trollen und irgendwelchen anderen coolen Gangstern. Danke dafür für euren ganzen Kram. Ob ich noch was Cooles hier unten? Noch ein Snapper, guck mal an. Na komm, ich tue dich auch noch. Oh, da fließt er weg. Bleib ruhig, also noch ein bisschen zumindest, dass ich looten kann. Dankeschön, mach ich aus der Entfernung einfach. Da guckst du, ja? Oh, eine Heilpflanze, schön. Heilwurzel, auch in Ordnung. Und was finde ich denn da hinten? Ach, Schattenläufer, stimmt, habe ich ja völlig vergessen wieder. Den gehe ich natürlich nicht im Nahkampf an. Weiß gar nicht warum, wahrscheinlich sind total schwach. Zwei Schattenläufer. Egal. Werden trotzdem mit Pfeilen erledigt. Zumindest größtenteils. Okay. Sind es drei Schattenläufer? Ja, sind tatsächlich drei. Oh, oh. Okay, da war ein Schwertchen zurecht. Okay, das ging noch gerade so mal gut, sag ich mal. Ein Schattenläuferhorn und ein Fell eines Schattenläufers. Und da jetzt sind zwei weitere Schattenläufer, die ich auch nochmal umbringen möchte. Natürlich auch zunächst mit dem Bogen, denn ist mir sicherer. Vielleicht so. Yep. Muss ich warten, bis hier einer mal rumkommt um die Ecke. Und da ist er auch schon. Oh, es sind vier insgesamt. Oh, das ist gefährlich.
auf kurz an den toten Wolf vorbei und in Richtung eines toten Orks. Einer geht, glaube ich, schon zurück. Aber das kriegen wir hin. Bis die hier oben sind, ist einer von denen wahrscheinlich tot. Ach, ich habe die Beine mal erwischt. Ah, das ist ein bisschen doof. Du bist in jedem Fall tot. Und du bist auch gleich tot, weil ich aber kurz meine Schwertchen noch nehme. Schwertchen noch nehme. Schwertchen noch nehme. Dankeschön. Steuerung. Und einfach mal so wirbelig umbringe. Wundervoll. So. Weg damit. Und dein Kram gelootet. Und auch dein Kram gelootet. Schnell vorbeilaufen. Du bist mir einfach nicht wert. Wolf habe ich noch nicht gelootet, okay. Und die Mana-Pflanze habe ich noch einen weiteren da gesehen. Ein Warg ist da noch. Ist das wirklich nur ein Warg? Das ist ja gut. Na komm. Ja! Mensch, du greifst so komisch arytmisch an. Hey. Komm. Mist. Ich fass es nicht. Ich kämpfe gegen was weiß ich was für Kreaturen und der Warke bringt mich um. Egal, das machen wir halt. Nochmal, ist mir egal. Das müssen wir einfach nochmal machen. Ich will ja auch wissen, was in der Ruine drin ist. Vielleicht sollte ich einfach mal ab und zu ein bisschen mal mich heilen. Nicht die ganze Zeit einfach nur die Wunden und Schrammen, die ich von irgendwelchen Vorkämpfen noch erlitten habe, mitnehmen in die nächsten Kämpfe, um dann zu hoffen, ach, das geht schon irgendwann glatt und nach allen Kämpfen regeneriere ich mich mal. Nee, das soll ich mal ein bisschen aufpassen. Das ist ja kein, das ist kein Diablo 2 Dungeon, wo ich mich am Ende mal versuche zu regenerieren im großen Ganzen, nachdem ich irgendwie in Bluthaufen rumstehe und 10.000 Monster getötet habe. Nein, ich muss mich auch schon während des Kampfes oder am besten einfach nach jedem einzelnen kleinen Kampf, wenn ich mal kurz eine Ruhepause habe, mich regenerieren. Ja, das sollte ich mal tun. Wenn ich jetzt spielen dürfte, könnte ich es auch in die Tat umsetzen. Dankeschön. Ach, die Snapper habe ich ja noch. Ach, du großer Gott. Hallo. Oh. Au. Natürlich, das ist nicht gut. Natürlich. Okay, das ist einer. Zwei. Möglicherweise drei, nee, was nicht. Jetzt drei. Snapper sind vergleichsweise einfach von der. Hoppala. Von der Steuerung her. Vier. Na komm. Und fünf. Sehr schön. Schwertchen weg. Looten, looten. Alle looten. Zack, zack, zack. Und den Herrn da unten auch noch umbringen. Hallo. Ah! Autsch. Na komm. Geh doch. So. Gelootet, bevor du wegläufst. Zack. Und jetzt nehme ich mal schon mal ein bisschen Heilkram zu mir. Und nochmal Fleisch einmal. Die 6. Schön. Und jetzt können wir uns nochmal an die Schattenläufer ranmachen. Und ich werde natürlich wirklich mal versuchen, ein bisschen mehr wirklich auf die wieder mit Pfeilen zu arbeiten, weil das war gerade ganz gut. Also ein bisschen mehr. Ich will einfach allgemein mit Pfeilen wieder arbeiten. Weil die halten im Nahkampf doch schon einiges aus, wie man gesehen hat. Da bräuchte ich schon so 5-6 Wirbel für einen alleine. Wenn man auch davon ausgehen darf, dass ich nicht jedes Mal jeden einzelnen treffe. So, komm her. Und von den Pfeilen her brauche ich vielleicht 10. Geht fast. Ja, ich hoffe, du schaffst es selbst nicht rum. Doch, schaffst es rum. Na ja, gut. Umbringen muss ich ja trotzdem noch. Aber er haut schon wieder ab. Gut, dich habe ich. Und die nächsten wieder. Ich tue kurz mal ganz kurz auf den Bart da hinten. Wenn ich meine, genau, Pfeile wieder sehen könnte. Da. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Getroffen. Nochmal getroffen. So, aber den auch noch weg. Stört uns nämlich nicht mehr, wenn ich jetzt hier versuche, die ganzen bösen Kreaturen zu erledigen. Der kleine friedlich schlafende Schattenläufer. Herrgott, nochmal. Na, komm vorbei. Danke. Hab ich Anna getroffen, jetzt sind sie beide aggressiv. Mist. Also wirklich drei. Hoch mit mir. Lauf. Lauf, du Irrer! So,
Ist besser? Einer haut schon ab. Und dreht sich auch nicht um, okay. Das war's für dich, sehr schön. Danke für deinen Krempel. Und hier war noch, glaube ich, ein Wolf, den ich, glaube ich, noch nicht gelootet habe. Genau. Nehme ich alles mit. Und da ist der andere Schattenläufer, der mich schon wieder entdeckt hat. Na, kann er gar nicht hertrotten, habe ich kein Problem mit. Wenn er allein ist, kann ich auch mit denen in den Nahkampf gehen. Das sollte funktionieren. Aber ich muss es auch nicht gerne tun, nicht wahr? Ah, jetzt mache ich es mal. Und das war's. Sehr schön. Schwertchen weg. Schattenläufer weg. Und einer war es doch, glaube ich, noch. Und das waren noch auf jeden Fall drei, die jetzt hier hochkamen gerade. Da ist er doch. Komm her, stell dich mir. All deine Freunde sind tot. Und all deine der anderen gefährlichen, kräftigen Kreaturen hier auf diesem Plateau sind auch tot. Piek. So. Schwertchen. Achso, kommt noch was. Na gut. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Egal. Ist noch jemand hier? Nein? Sehr schön. Na, mal sehen, ob es sich das ganz gelohnt hat, um jetzt hier den ganzen Kram hier freizukämpfen. Haben wir eine Kiste oder sowas? Nein, aber ein paar Pflanzen. Zumindest sehe ich doch keine Kiste. Sonnenkraut ist hier oben irgendwas? Nein, ist nichts. Da ist eine Mana-Pflanze. Zwei Mana-Pflanzen. Was ist das? Fläschchen. Oh, super. Ich raste aus, vor Glück. Noch ein Fläschchen. Warum so viele Fläschchen? Schattenzepter? Okay. Puh ich mir gleich an. Ein Ogerblatt, ein Heilwurzel, ein Feuernessel. Noch irgendwas, weil hier alles auf dem Boden liegt. Guck ich mal so ein bisschen nochmal rum, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Man kann nämlich das selten unterscheiden. Wenn es irgendwie auf dem Boden liegt, kann man das durchaus mal so irgendwelche Gegenstände übersehen. Hier vielleicht noch irgendwas? Nein. Drumherum vielleicht. Ja, Pflanzen. Ziemlich viele Pflanzen. Auch keine schlechten Pflanzen nebenbei. Hier noch irgendwas? Nö. Sieht nicht so aus. Gut. Ein Schattenzepter habe ich gerade gefunden. Was könnte das sein? Das ist das Amulett der Finsternis. Ein Schattenzepter. Das muss also hier irgendwie sein. Mondsichel, Wenzelschwert. Ja, muss ich ein paar Waffen wieder verkaufen. Nee, nichts davon sieht aus wie ein Schattenzepter. Nichts davon heißt auch Schattenzepter, vielleicht auch bei den allgemeinen Gegenständen irgendwie. Sah aus wie ein Paket, glaube ich, oder? Das ist Feuerkälte? Ja, 10 Stück haben wir schon, Wahnsinn. Das ist ein Waffenbündel, 32. Weizensack habe ich, okay, muss ich noch ein paar Weizendiebe, glaube ich, mal irgendwie... noch ein paar Weizendiebe beim Lager wieder rumlaufen, rausfinden, ob ich da irgendwie noch Weizensäcke finde. Aber ist immer noch der Suche nach dem... Ja, Morasul-Schlüsselfach verhüllt mich nur nach dem Schattenzepter. Wo ist denn das Schattenzepter? Schmiedehammer. Ja, fein. Moment. Kurz mal so abgescannt hier. Ist irgendwas? Was ist das? Steinwurzel? Okay. Achso, Steinwurzel ist mal sonstiges, weil es absolut keine Wandnis hat. Okay. Also entweder sehe ich es nicht oder es ist nicht, schlichtweg nicht in diesem Inventar drin. Schattenzepter habe ich nicht. Vielleicht habe ich irgendwas. Ist sowas Magisches? Telekinese, bla 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 bla. Das sah aber ehrlich gesagt nicht aus wie irgendwas. Eine Rolle oder irgendwas. Vielleicht war es auch ein Schriftstück. Ein Schriftstück. Schriftstücke sind hier. Schattenzepter. Hab ich nicht. Hä? Bin ich doof? Gesundheit. Ach ja, vielleicht ist irgendwie, genau, vielleicht ist das Rezept gewesen. Für ein Schattenzepter. Was auch noch sein soll. Nein. Karte was? Oder was eine Karte? Ruinenkarte? Osten vom Varand? Osten von Mortana? Die Ork-Ausgrabung? Banditenlager? Nein, hätte auch sein können, dass du eine Schatzkarte ist oder sowas. Wäre geil gewesen. Ist es aber offensichtlich nicht. Wir haben kein Schattenzepter. Oder vielleicht ist irgendein Questgegenstand oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ist auch jetzt aufgeploppt in der Richtung, dass ich irgendwie ein Schattenzepter finden müsste oder irgendwas in der Richtung. Gar nichts. Ja, keine Ahnung. Vielleicht finde ich mal irgendwann irgendwas, oder ich werde mich irgendwann in einer Spielpause mit beschäftigen, wenn ich einfach mal ganz kurz mal wieder mein Logbuch lese oder irgendwas in die Richtung, um rauszufinden, was wir eigentlich noch so offen haben, was ich tatsächlich ab und zu mal wirklich tue.
ganz heimlich, um einmal rauszufinden, ob ich noch irgendwelche Quests offen habe, wo es jetzt hingehen würde, wo es sich irgendwie lohnen würde, hinzugehen. Muss ich gestehen, gucke ich ab und zu mal rein. Zumindest mal so ganz kurz vor den Wochenenden ganz gerne mal. Wenn ich nicht irgendwie zum Beispiel jetzt blind nach was weiß ich was laufe. Hier bei der Stadt einfügen, Kabdun meinetwegen. Um dann festzustellen, ich muss eigentlich gar nicht nach Kabdun. Kabdun ist mir gerade völlig egal. Dafür bin ich aber irgendwie 3 Folgen hingelaufen, so ungefähr. Nee, das muss ich nicht auch verstanden nicht haben. Aber wir gehen jetzt trotzdem nach Geldern. Übrigens habe ich logischerweise nicht vorher geguckt, nach, ob ich in Geldern irgendwas finden kann, weil der einzige Zweck war sozusagen tatsächlich der Weg. Weil ich mir schon dachte, dass man hier relativ viele coole Dinge finden kann. Bei Gothic 3 oder bei Gothic allgemein findet man immer gute Dinge. Ich will hier nicht runterfallen, wenn man irgendwie auf den Bergen geht. Wenn ich hier runtergehe, ist das okay? Ist okay. So, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ich mich mal Richtung Süden oder so begebe. Karte. Ich brauche erstmal die Karte hier, um mich zu orientieren. Weltkarte, genau. Ja, genau, wenn ich Richtung Süden gehe, in diese Richtung im groben Ganzen, wenn ich mal so einen kleinen Bogen schlage, zumindest über diesen Berg hier noch drüber, in Richtung Geldern. Und wir werden uns morgen auf dem Weg machen nach Treles auch mal. Weil da will ich auch mal langsam mal hin. Und ein, zwei Kästchen erledigen. Wir haben ja jetzt relativ lange zugebracht in der Wildnis. Und das werden wir auch wieder mal tun wahrscheinlich. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar, ein, zwei, drei von diesen Touren machen. Wir werden sehen, einen durch die Wüste zum Beispiel noch, und gerade noch einen durch Nordmar. Wir sehen uns also morgen wieder. Bis denn dann. Ciao, tschüss.